Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Another Crab's Treasure. Woohoo. Haben wir schon da drüben? Also da drüben waren wir auf jeden Fall, das weiß ich noch. Das war Hardcore. Da waren wir, das war auch geil gewesen. Da drüben waren wir. Ich glaube, das war einfach komplett einmal durch, oder? Ich meine, ich könnte jetzt hier nochmal gucken, aber ich glaube, das war's. Dann können wir jetzt mit dem Schiff fahren. Dann haben wir hier, glaube ich, alles gemacht. Es sei denn, irgendwo dazwischen ist jetzt hier noch ein Item aufgetaucht. Oder ein Kristall. Oh. Hier drüben ist noch was, Leute. Hier waren wir noch nicht, oder? Kurz wechseln. Das ist ein goldenes Item. Können die sich auch selber treffen? Ja. Wo sind die anderen? Ist der runtergefallen? Ich glaube, der ist runtergefallen. Eigentlich sollte er den anderen anvisieren, aber irgendwie hat er da ja keine Lust drauf. Ein benutztes Pflaster! Widerlich. Plus 15% Wirkung von Heilung. 4 Rest benötigt. Komm ich auch so rüber? Hm, nein. Oh. Tada! Eine Goldbrasse plus. Ein wuseliger, kleiner, hirnloser Organismus mit verwirrenden Fortpflanzungsgewohnheiten. Minus 50% Umami-Regeneration, aber dafür plus 12 Glut. Das ist halt für die Zauberer, ne? Mal kurz heilen. Gut, dass er so weit oben war. Spiel, kommst klar? Oh, war knapp, wa? Nee, und dann gleich 2 von den Viechern. Wollt ihr mich verarschen? Einer, der so schön zuhaut und der andere, der alles schön zukotzt. Ja, geil. Mal natürlich Bock drauf. Gemein. Nice. Der ist ja gerade da runtergefallen, ne? Problem ist, dass sie aber auch nicht so lange liegen bleiben. Ne? Kleine Batterie plus ein winziger Zylinder enthält genug Batterie, um viele Organismen, nee, Mikroorganismen, auf einen Schlag zu töten. Chance
Gegner bei einem Treffer mit einem Elektroschock zu töten. 40 Glut. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Das war's? War's das? War das unsere Belohnung? Batterie Plus? Die werde ich benutzen. Ah, sieht so aus. Okay. Man kann ja nicht für alles immer eine Belohnung haben. Ich glaube, jetzt sind wir hier durch, oder? Mit dem Feld. Wie gesagt, in der Mitte könnte vielleicht noch ein bisschen was sein jetzt. Der Superfee wieder neu gespawnt. Also verschiedene Gegner und so. Ne? Guck mal, hier haben wir jetzt noch ein Item wieder, was rumliegt. Eine Haarklammer. Immer her damit. Immer her damit. Hier sogar noch ein Level aufsteigen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was mein Plan war. Von den Werten her, 35 Herzchen haben wir jetzt. Das war's, ne? Ah ja, genau, Resi wollte ich erstmal erhöhen auf 8 oder auf 10. Aber ich glaube, auf 8 reicht erstmal. Dann kann ich nämlich den etwas größeren Nagel reinbauen. Mit 8. Und dann wollte ich, glaube ich, weiter mit Attack machen. Wehrangriff. Das war, glaube ich, so mein Plan. Und den werden wir auch so weiter verfolgen, ne? Ach, Resi, damit ich den größeren Nagel tragen kann. Ich finde das so krass, ne, dass der mir gleich mit einem Schlag meinen kompletten Panzer dann wegmacht. Eigentlich müsste ich den ganz schnell eine Ausweichrolle machen, ne? Dann würde ich sagen, wir sind zumindest jetzt außen einmal komplett rum. Jetzt können natürlich nur noch hier drin irgendwo noch Items rumliegen. Ein Heizahn! Plus 20 Schaden durch aufgeladene Angriffe. Na guck mal, der hat sogar noch Kristalle bei gehabt. Die sind auch neu. Die standen hier vorher auch nicht rum. Mein Lieblingspanzer, der Joghurt. Hm.
Ja, du hast halt jetzt überall wieder ein paar vereinzelte Krabben und so, aber vereinzelte Gegenstände. Tennisball. Würde gerne mal wissen, was so als aufgeladene Angriffe zählt, ne? Das hier auch schon ein aufgeladener Angriff? Weil das so blau ist. Seht ihr das schon als aufgeladen an? 21.550. Da kriegen wir doch bestimmt noch was. 21.550. Wo ist denn der Shop? Der hier hinten? Überleg gerade, machen wir gleich noch ein zweites Level? Oder? Also erstmal wechseln wir hier den einen Nagel. So nämlich. Oh, warte mal, ich hätte eine Idee. Wenn wir mal einen blinden Passagier dazu kaufen, oder? Dann könnte ich den anderen Nagel nämlich auch noch ausrüsten. Was kostet hier noch so ein blinder Passagier? Also so ein Slot. Was kostet noch ein Slot? 20.000, 40.000? 30.000 kostet jetzt ein Slot. Okay, das kriegen wir doch zusammen, oder? 30.000. Das kriegen wir doch zusammen. Easy. Kapazität erhöht. Was kostet der nächste? 40.000, okay. War irgendwie schon klar, dass es jetzt immer teurer wird um 10.000. So, jetzt haben wir jetzt für 30.000 nee, 50.000, für 50.000 haben wir jetzt 4 Angriffe erhöht. Billiger, ne? Wenn ich mal überlege, wir brauchen jetzt für so ein Level 22.000, ja. Also, ja,
4 Angriffspunkte für 50.000 hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, 22.630. 22.630. Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich mal weiter upgraden, oder? 22.000. 613. Macht uns ja nur stärker, ne? Will jetzt nur nicht alles ausgeben, also die ganzen Checks will ich jetzt gar nicht alles ausgeben, wenn ich da sowieso kein Level aufstellen kann. So, kommen wir auf 485% Schaden. Der nächste Level kostet 23.067. Also man könnte auch sagen 24.000. Meinst du, kriegen wir noch hin mit den 24.000? Guck nochmal. Falls wir das hinkriegen, mache ich jetzt nochmal ein Level. So, 24.000. Ja, kriegen wir locker. Oder so was dann aber, glaube ich. Das ist der letzte Level, den wir machen können. Wir haben 92%. Juhu! Sehr schön. So, Schneckenpunkt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Treibguttal müssen wir. Obwohl, warte mal, wir können ja erstmal. Wir haben ja noch Kristalle. Lass uns doch erstmal die Kristalle noch ausgeben. Wenn wir schon mal dabei sind. Hm? Großzügig wie immer gewährt die Mondschnecke ihrem Schüler weitere Kräfte. Einmal den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Kreis des Lebens. Viele Gelehrte beschreiben Umami als das Element der Seele vom Lebewesen. Das ist nicht ganz korrekt. Diese Beschreibung geht zu einer strikten Trennung zwischen Seele und Körper aus. Und des Weiteren auch von einer Trennung zwischen der Existenz des Individuums und der des Ozeans selbst. Eine solche Trennung gibt es jedoch nicht. Umami findet sich nicht nur in allen Lebewesen. Umami ist die Gesamtheit aller Lebewesen. Und obgleich der Einsiedlerkrebs seine Mentoren verwirrt anstarrt, versteht er diese Einsicht mit jedem gemeisterten Talent instinktiv besser. Natürliche Abwehr. Nehmen wir mal mit. Der Einsiedlerkrebs scheint über sich hinaus gewachsen zu sein. Welcher Krebs gibt freiwillig seinen robusten Panzer auf? Doch seine bloße Haut scheint nun dazu fähig, starke Angriffe abzuwehren. Man könnte fast sagen, dieser kleine Krebs widersetzt sich sämtlichen Naturgesetzen. Gut, jetzt haben wir alle Fähigkeiten gelernt. Sehr schön. Alle Fähigkeiten gelernt. Gehen wir noch mal kurz zu Torpedo. Platz 8.
Sarah, Platz A. Z. Du bist stärker geworden seit dem letzten Mal. Ja, natürlich. Glaubst du, ich level nicht oder was? So, Elektroschock. Dauer der Herbeirufung erhöht. Okay. Und hier Level 3 Schaden und Betäubungsdauer erhöht. Blubbergeschoss. Da können wir denn die Taste gedrückt halten für ein Rapid Fire, für ein Schnellfeuer. Und das war es erstmal. Oh, wir haben ja mehr Kristalle. So, warte mal. Mal Sushi mit. Mahlzeit. Neckenport. Warum ist da eigentlich ein Ausrufezeichen? Kann ich hier schon wieder irgendwas abgeben oder so? Wo muss ich nochmal hin? Ja, ja. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Weil ich mir jetzt hier Versicherung kaufen kann bei der Panzerlady oder was? Deswegen. Panzer kaufen! Imposter? Was denn? Hast du jetzt erst gesehen? Dämon, you. Schneckenport. Naja, guck mal, sobald ich mir eine Versicherung oder so kaufen kann, wird da mir ein Ausrufezeichen angezeigt. So, und der Schmied wird mir auch angezeigt. Das heißt, ich habe auch hier genug Silberzeug oder so. Haben die wilden Wellen dich noch nicht gekriegt, Schrotti? Nee. Kannst du meine Gabe verbessern? Bam. Krills Gabel aufgerüstet auf Level 5. Plus 5 Angriff. Ja, habe ich jetzt 527% des normalen Schadens. Wir waren vorhin noch bei 450, ne? Bei 450 waren wir vorhin. What the heck? Crazy. 527%. Geil, geil, geil. Ich bin der Größte. Treibgutteil. Jetzt müssen wir zum Schiff. Das sieht nicht nach dem Schiff aus. Das auch nicht. Das auch nicht. Nachtrag. Das sieht nach dem Schiff aus. Hey, ich glaube, ich habe jetzt genug Energie, um das Boot aufzuladen. Worauf wartest du denn noch, Pläne? Hau rein! Katzen? Da brat mir einer einen Stockfisch. Du hast es geschafft, Pläne. Keine Ahnung, wo du das gelernt hast, aber der Kutter ist wieder seetauglich. Wenn wir Hakengras geben, schaffen wir es vielleicht sogar vor Roland zum Schatz. In der Tat.
Tempo hat nun oberste Priorität. Oh, ein neues Gesicht. Wer heißt du denn? Wie ich heiße? Ich bin die Titanenbezwingerin. Der Heischrecken. Das Bollwerk von... Das ist Chitan. Sie hat es auch auf den Schatz abgesehen. Glaube ich. Dem ist nicht so. Ich bin auf der Suche nach dem Monster, das den Ozean verseucht und will meinen Kopf auf einer Harpune spießen. Na, das nenne ich doch mal Enthusiasmus. Dann los, komm an Bord. Ich bin auch dabei, meiner Treue. Ganz gleich, wie gefährlich es wird. Einen solch historischen Moment kann ich mir nicht entgehen lassen. Und ich muss Roland mal ordentlich die Meinung geigen. Wenn ich ihm erkläre, welches Unheil sein Konzern anrichtet, dann wird er sich bestimmt ändern. Hey, dürfen wir auch mit? Na klar, wir nehmen alle auf unsere kleine Kreuzfahrt mit. Wie meine Mutter immer schon zu sagen pflegte, je mehr, desto besser. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich würde es bevorzugen, wenn das Boot nicht ganz so voll wäre. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das wäre. Was habt ihr eigentlich alle so mit dem Schatz vor? Also wenn ihr ihn euch als erster schnappen könnt. Ich habe beschlossen, ihn zu spenden. Es gibt sicher einen Verband, der depressiven Clownfischen hilft oder so. Ich renoviere das Museum, damit alle die Schönheit des Ozeans erleben können, meiner Treu. GZZEP, neuer Rekord. Immer heute bestimmt noch ein paar Mal hören. Oder die nächsten paar Tage. Ich rette meine Kneipe und lege ein bisschen was beiseite, damit meine Buddies es später gut haben. Ja, nee, ist klar. Ja doch, Tina, ist ja ein neuer Monat. Heute ist doch schon der erste. Jeden Monat kannst du einen Rekordfisch angeln. Die Lizenzpunkte sind dann gleichzeitig die XP, die du dann bekommst. Und jetzt fängt ja auch der neue Monat wieder mit den Top-Lizenzen wieder an, ne? Wenn du jetzt hier Ausrufezeichen Fisch und dann das ist der Drang, ne? Eingibst, dann siehst du ja, dass du wieder ganz frisch angefangen hast. Da haben wir ja alle richtig tolle Pläne für die Kohle. Wisst ihr was? Wenn ich den Schatz als erster finde, dann teile ich ihn mit euch. Oh, was für eine nette Geste. Das werde ich auch, meine Freunde. Ich kann den Schatz doch nicht für mich selbst behalten, wenn so viele liebe Leute auch Verwendung dafür haben. Verfischt nochmal. Dann bin ich ja auch dabei. Die Gründlerstube lässt sich auch mit einem Teil des Schatzes sanieren. Dann sind wir uns alle einig, oder, Grill? Nein. Tut mir leid. Wie bitte, Cleaner? Tut mir leid, aber ich kann den Schatz nicht teilen. Ich brauche den ganzen Schatz, wenn ich meine Muschel zurückhaben will. Grill, bist du wirklich so ein kleiner Egoist? Du redest von nichts anderem als deiner Muschel, meiner Treu. Was ist denn an der so besonders? Vielleicht gehörte die Muschel ja mal seiner Mutter oder so. Ja, genau. Damit bekommst du die Lizenz und mit der Lizenz kannst du dann Fische angeln und kriegst dafür Lizenzpunkte. Genau so läuft das. Ist eigentlich ein guter Deal, oder nicht? Ich meine, als Belohnung
Ich weiß nicht, vielleicht war es ja vorhin nicht da, aber als Belohnung kriegst du in jedem Monat, kannst du dir einen Gutschein von 10 Euro aussuchen. Egal, ob das jetzt für Nintendo eShop ist oder für den PlayStation, PSN oder für Xbox, ne? Oder für Steam, kannst du dir einen 10-Euro-Gutschein kriegst du von mir denn. Du redest von nichts anderem als deiner Muschel, meiner Treue. Was ist denn an der so besonders? Ist sie von historischer Bedeutung? Kann sie eure Feinde zermalmen? Ist sie voller wertvoller Glitzerstücke? Ist sie voller Pasta? Sie gehört mir, okay? Ich mag sie. Ich will sie zurück. Ich mochte mein altes Leben, bevor ich in diese Schatzsuche verwickelt wurde. Ich war gern allein in meiner Muschel. Ohne irgendwen. Und ich wollte auch nicht wissen, dass sich direkt vor meiner Haustür ein Ozean voller Zombie-Krebse und Flöhe befindet. Ich will einfach, dass alles wieder normal wird. Normal? Hör mal, Kleiner. Dein Leben in der Restwassersenke klingt ja wirklich gemütlich, aber für den Rest von uns war es nie was Normales. Ehrlich gesagt habe ich langsam den Eindruck, dass es das Beste wäre, wenn du deine Muschel nicht wiederbekommst. Vielleicht schaust du dann endlich mal über den verfischten Tellerrand. Hey, das ist... Jetzt lass den Knirps doch in Ruhe. Wenn er den Schatz findet, soll er damit machen, was er will. Teilen ist ja schön und gut, aber wer den Müll will, muss es erstmal hinschaffen. Hat doch keinen Sinn, jetzt rumzuheulen, oder? Jetzt heule ich auf einmal hier rum. Mal sehen, ob ich immer noch heule, wenn ich dich über Bord geworfen habe, du aufgeblasener. Land in Sicht! Land in Sicht! Das wollte ich schon mal sagen. Land in Sicht! Echt, wo denn? Ist hier nur Müll. Wird geladen. Eine Pinball-Maschine? Die Abflussmündung. Sind wir hier irgendwie am... Ist das das Ende der Welt? Anscheinend sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Seht ihr das Seil? Sie haben bereits begonnen, den Schatz zu heben. Es ist durchaus möglich, dass Sie ihn bereits gefunden haben, meiner Treu. Steht eure Panzerbrüder und Schwester. Dieser Kahn wird sich nicht kampflos ergeben. Momentchen, die werden uns doch nicht angreifen, oder? Warum glaubst du, sind wir hier, du wirbelloses Weichtier? Der Schatz gehört uns allen. Wenn Roland ihn nicht uns nicht überlässt, dann holen wir ihn uns. So einfach ist das. Das hätte ich selbst nicht besser ausdrücken können. Ihr habt die Seele einer Kriegerin, kleine rosa Krebsdame. Gütiger Guppi. Da laufe ich ja gleich rot an. Heiliger Homer, ich hätte wissen müssen, dass diese Leute nicht ganz koscher sind. Hat jetzt hier der Showdown, ja? Ich, alter Einsiedlerkrebs, hätte nie gedacht, dass ich die Abflussmündung mal mit eigenen Augen sehe, meiner Treu. Einige bezeichnen sie als den Eingang zur Hölle selbst und erst der legendäre Schatz, der darin verborgen sein soll. Meine Antennen kribbeln schon bei dem Gedanken daran. Wir schreiben hier Geschichte. Der Abfluss. Wo die Sünden der Krebse begraben liegen.
wie vielsagend, dass wir hier aus den Scheren der verdammten weltliche Reichtümer gewinnen. Aber haben wir denn eine Wahl? Rechnungen bezahlen sind nun einmal nicht von selbst. Okay. Nice. 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 Zähle ich jetzt mal nicht nur den Bug. Den zähle ich jetzt nicht, Leute. Ich hoffe ja, dass das nicht in Gewalt ausartet. Also ich kann natürlich meinen Krebs sehen, aber um den Rest von euch mache ich mir schon Sorgen. Ist echt nicht leicht, so viel Empathie zu haben. Scheißbacke. Gut, dann speichern wir hier nochmal. Wie gesagt, den Tod zähle ich jetzt nicht. Das war ein Bug-Tod, sowas zähle ich nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Seepocke Plus. Ja, stimmt, die können wir ja auch noch verkaufen. Dann krieg ich ja auch noch mal Mikroplastik. Was ist das denn jetzt hier? Echt jetzt? Und vorbei. Unsere Reihen haben sich deutlich gelichtet. Aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir müssen unsere Mission für die rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürger, die ihr Leben gegeben haben, zu Ende bringen. Der Wahnsinn, die Abflussmündung. Das schreit geradezu nach einem Foto. Hut ab, Süßer. Diese Sache mit dem Schatz hat mich ganz schön in Atem gehalten. Ich muss mir dringend neue Fans suchen und ihnen alles ganz genau erzählen. Ach, das ist die Inforenterin. Ja, okay. Was war denn das jetzt schon wieder? Alter, das Ding ist ja buggy hier hoch 10, 5000, ey. Also, tut mir leid, aber ich kann den Schatz nicht teilen. Vergiss es einfach, Kleiner. Wir haben hier nur eine Mission, und zwar Roland den Schatz abluschen. Danach können wir uns kabbeln, so viel wir wollen. Hier wird überhaupt nichts gekabbelt. Gleich hier so. Profi. Eine Miesmuschel plus. Oh, shit. Ich hab so gerade so nach oben geguckt, ey.
Ein bisschen blöd, wenn er da tausendmal daneben sticht. Jetzt hallo. Nimm doch mal die Dose hier, ey. Muss ich jetzt da lang? Ich kann kaum glauben, dass wir so weit gekommen sind. Unsere bescheidenen Anfänge in Neukrebsing liegen weit hinter uns. Und wir sind so nah dran. Das ist die Zielgerade. Gebt jetzt nicht auf. Geh aufs Ganze. Glaub an euch. Gebt ihnen Saures. Nehmt keine Gefangenen. So war ich Balebi Schwammhalse. Heftklemme. Ich habe echt gedacht, dass sie unser Endboss ist, aber anscheinend irgendwie nicht. Macht euch bereit, Vagabund. Vor uns liegen lediglich Blut und Splitter. Ich hoffe sehr, dass das nicht stimmt. Schon bald tropft das Blut von Tyrannen an unseren Klingen herab. Mit dieser Flut beginnt die Befreiung des Ozeans. Winkt eure Klinge, bis sie das eiskalte Herz der Asse durchbohrt hat. In Ordnung. Ich kann sie hier nochmal austauschen, wenn du jetzt doch lieber mit einer Tintenpatrone spielen willst. Oder mit einem Glas. Für mehr Angriff. Ich glaube, wir haben genug Angriff. Muss gucken, ist hier unten irgendwas? Nö, ne? Also ist der Endboss jetzt eine Flippermaschine, oder? Ahoy, matey! Well, that wasn't as bad as I thought. No one even showed up to stop us. I don't like it. Something smells about all this. Roland knew we were gonna show up. So where's all the resistance? It all really stinks of... A trap? Right you are, bottom feeder. See, us civilized folk have rules. As much as I dislike your little mottled crew, it wouldn't be gentlemanlike to have you disposed of without a good reason. But all y'all have just stepped onto my private property without permission. And where I come from, that's a crime called trespassing. I presume you know what we do to trespassers at Shellfish Corp. Inkerton, kill the city folk. Gladly. And as for you... I'll send you down the drain myself, you little flatworm! Let's give him a show!
You should have known your banners, kill. Alter Schwede, ist der Top. Der Schwer, ey. Der macht ja richtig Schaden. Der Name ist auch lustig. Dann gehen wir mal den Schreiben mal schon mal rein. Bevor ich das nachher vergesse. Roland Risiko. Krabitalist. Okay. Was für ein Name, ey. Risikokapitalist. Also wenn ich hier sehe, 80 Euro, was Bruder Rechnung, weil 55 regulär Spiel gekauft plus 20 und ja. Was meinst du mit 55 regulär Spiel gekauft plus 20? Hast du ein Spiel schon wieder gekauft? Willst du mir das damit sagen? Ist immer wieder diese Szene hier, oder was? Ahoi, mate! Tatsache. I'll send you down the drain myself, you little flatworm! Let's give him a show! Dreimal. Und nicht gerade wegrollen. Doch voll gemein. Ein 20er, ja, hab ich auch schon gesehen. Muss ich mir auch noch holen. I'll send you down the drain myself, you little flatworm! Let's give him a show! You should have known your betters, kid! Aber bei dir funktioniert es so ähnlich, über? Oder übers Handy? Naja. I'll send you down the drain myself, you little flatworm! Little cushion for nothing? Made for animals, you and I.
give him a show! Oh. It's just business, kid! Ey, war fies. Ich komm nicht weg. Und tschüss. Yeah. Juhu. Roland besiegt. Sehr schön. Oh, ist er hier nicht aufgeschrieben, mit wie viel Kills? Remarkable work, Vagabond. The barge is ours. All that remains is to... What the show was that? Dreimal hat er uns, glaube ich, gekillt. Ne? Mit 201 haben wir angefangen. Den ersten Bugkill, den zähle ich ja nicht. Stupid, stupid little bottom feeders. Ey, was ist denn jetzt los? Don't let any of these trespassers leave, boys. Oh, suck. Sorry, Alice, folks. Y'all just don't know when to quit, do you? You could have all stayed in your cozy little homes in the reef, watched a shellfish corp dug up this treasure, and waited for that newfound wealth to benefit everyone in town. But y'all just had to get greedy. You decided you deserve this treasure more than the fine people of New Carcinia. And I would be remiss as a local business leader if I didn't punish y'all for this little indiscretion. I dare say that not a single one of y'all... Shut up! I've been working my butt off trying to get my old life back! I'm pretty sure I've been working harder than anyone else! And now all of a sudden, I'm the jerk for wanting the treasure I earned? And you... don't have to do anything at all! You just sit around and stuff just happens for you! It's not fair! It's all a bunch of bullshit! I'm sick of it! I'm... gonna... get... that... Krill, wait! Treasure! Uh-oh. Hold on to something, y'all! Oh, wo gehen wir denn jetzt hin? Ach du heiliger Strohsack. Tilt. Tilt, tilt. Ja, der Krill war auch tilt. Ja, aber über den Link wäre es doch günstiger, wenn du über den Browser gehen würdest. Aber da kannst du ja keine Cookies aktivieren, ne? Also, da fehlt ja der Button. Da wäre es zum Beispiel wieder günstiger. Deswegen habe ich ja den Link drin. Aber der funktioniert ja nicht. Also von daher, egal.
Habe ich gedacht, die Muschel wäre vielleicht von seiner Mutter oder so und deswegen hat er so einen sentimentalen Wert dran, aber. Nö, ist einfach nur seine Muschel. Wo sind wir denn jetzt? In Abyss? In der Hölle? Oh, mein Kopf. Where am I? Wo bin ich? It's so cold. Es ist so kalt. Anyone? Hallo? Can you hear me? Ist da jemand? Nemma? Kaiten? Conch? Nemma? Chitan? Conche? Blue guy? Der blaue Typ. I think this is my fault. Ich glaube, das ist alles meine Schuld. Was denn jetzt los? What? Tina, vielen Dank fürs Abonnieren. Hat jetzt auch geklappt oder was über den Link? Dankeschön für deinen Sub und viel Spaß beim Lizenzpunkte sammeln. Wenn du fleißig bist, also wenn du fleißiger als Sepp bist, hast du vielleicht sogar eine Chance. Ende des Monats auf den Gutschein. Auf den 10-Euro-Gutschein. Ich wünsche dir dabei Glück. Aber du hast halt einen sehr starken Konkurrenten mit Sepp. What word comes to mind when you think of the earth? Hello? Is someone there? Ganz komische Stimmung hier gerade. Aber vielen, vielen Dank, ne? Für den Sub. Dankeschön. Would you say the earth is beautiful? No. It's mean, and it's rude, and it's scary. And everything nice in it just gets messed up eventually anyway. Aber über den Link hat es jetzt nicht funktioniert, ne? Wo du ein bisschen günstiger davon kommst. Ja, dir fehlt halt dieser blöde Button, ne? Dass du da diese Cookies da akzeptieren musst. Ansonsten wäre es halt günstiger, ne? Oh, Geldscheine. Benjamins, ja, was? Hunderte. It's over. It's all over. Es ist vorbei. Endgültig vorbei. But like, for real this time. Diesmal aber wirklich. There you are. Da bist du ja. Do you know what happened to the others? Weißt du, was den anderen passiert ist? Also jetzt immer schön fleißig angeln, Tina. Du willst ja Lizenzpunkte angeln, ne? Wenn du wissen möchtest, wie viele gerade aktuell hast, auf Ausrufezeichen Fisch oder Angeln und dann Freizeichen Rang. Weißt du, was den anderen passiert ist? Oh, now you care about the others, is that right? Ach, jetzt interessierst du dich auf einmal für die anderen? They can get boiled for all I care, and as a matter of fact, so can you. Von mir aus können die im Kochtopf landen und du gleich hinterher. Take a look, pal. Here's the treasure you had us throw our lives away for. Schau genau hin, Partner. Für diesen Schatz haben wir unser Leben riskiert. What's that? Was ist das? It's nothing! Nothing usable at all! Nichts! Nein, gar nichts! No plastic, no glass, not even a single nugget of foam! Kein Plastik, kein Glas, nicht mal ein Stückchen Schaumstoff! Just this pile of damp paper! It's totally worthless! Nur ein Stapel feuchtes Papier, alles total wertlos! It was really all for nothing? Dann war wirklich alles umsonst? So what do we do now? Aber was machen wir denn jetzt? You want my advice? Go find whatever the apex predator is down here.
Da fragst du den Falschen. Von mir aus kannst du dir das gefährlichste Raubtier hier unten suchen. And jump in their goddamn mouth! Und dich ins verfluchte, verfischte Maul stürzen. Then you'll finally be valuable to someone. Dann wärst du wenigstens mal zu irgendwas Nutze. Ist aber komisch. So nicht nett von dir. Es tut mir so leid. Weg von mir. Es tut mir so leid. Ja, für uns Fische und Krabben ist natürlich. If the world is ugly, then you need to fight. Fight to rip this ugly world apart. I don't want to. I'm tired of fighting. I never wanted to be any good at it. I'm never getting my show back. So what's the point? Gerade 100 Mikroplastik gekriegt. So was auch immer. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit dem 25 Plus Emotes. Und benutze sie. Maybe I don't care. Aua. 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 Das war jetzt gerade ein Zwangstod. So, warte mal. Kann man ja gerade mal hier. Also der hat uns, Roland hat uns, glaube ich, dreimal getötet. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das speichere ich schon mal. Aber dieser Tintenfisch fehlt uns noch, ne? Ja, jetzt hast du endlich die Frösche, die du immer haben wolltest. Benutze sie. Runter von ihm! Ihr lästigen Geschmeiß. Nimm das. Und das. Puh. Gerade noch rechtzeitig. Na los, Grill. Schnapp sie dir. Nein. Ich will nicht. Jetzt stell dich mal nicht so an, Kleiner. Wer weiß, wann diese Krabbelfiecher zurückkommen. Wir müssen abhauen. Geh einfach ohne mich. Ich bin sowieso keine Hilfe. Wenn sie dich erwischen. Wenn sie dich erwischen, ganz bestimmt. Also, auf jetzt. Na schön, ich verstehe dich ja. Ich bin auch Mühne Kleiner. Du bist nicht der Einzige, der schon länger kämpft, als gut für ihn ist. Und du kannst mir glauben, dass es Tage gibt, an denen ich nicht aus der Koje komme. Gütiger Guppy, ich hatte die geniale Idee, zwei Butjes in diese elende Welt zu bringen. Und so, wie es gerade aussieht, werden sie für den Rest ihres Lebens Abfälle vom Meeresboden aufsammeln, um durchzukommen. Genau wie ich. Aber wenn du jetzt den Löffel abgibst, ändert das auch nichts. Das Leben macht nicht immer Spaß. Es macht sogar meistens keinen Spaß. Aber was willst du dagegen tun? Wir haben doch gar keine Wahl. Wir stehen auf, wischen uns die Tränen ab, gucken grimmig und überleben. Er fischt noch eins. Unsere Geschichten sind noch nicht zu Ende. Hörst du mir ob zu, Kleiner? Grill? Heiliger Hummer. Habe ich die Plörre abgekriegt oder was? Oh oh.
Grill. Grill. Wach auf, Kleiner. Was ist passiert? Oh, den Gezeiten sei Dank. Ich dachte schon, du wärst den Abfluss hinunter. Und du hast gerade eine Muschelladung Plörre ausgepustet, Kleiner. Das Zeug hat dir wahrscheinlich den Magen verätzt, als wir hier runtergepurzelt sind. Was denkst du, Alterchen? Kommt er durch? Naja, ich muss zugeben, mein Doktortitel stammt nicht aus dem medizinischen Feld. Doch ich habe schon einige Plörre-Infektionen gesehen und habe den Eindruck, dass sein Körper sich fürs Erste erfolgreich dagegen gewehrt hat. Wenn er sich von der gefährlichen Substanz fernhält, sollte er wieder auf den Damm sein, meiner Freu. Ich hab gerade einen Edelstein bekommen. What? Er muss sich so lange wie möglich schonen. Klingt gut. Hat gerade einen Edelstein aus der Richtung bekommen. Kein Zugang von dieser Seite. Dann dafür komische Viecher. Wir sind jetzt so weit unten, dass jetzt ganz viel von diesen Leuchtdingern hier, ne? So. Na also, Kleiner, schön, dass du wieder auf dem Beinchen bist. Wenn du dich stark genug fühlst, sollten wir weiter, bevor noch mehr Monster unsere Fährte aufnehmen. Der alte Krebs ist schon vorgegangen. Ich denke, er weiß, wo wir als nächstes hin können. Als nächstes? Muss ich wirklich mitkommen? Ich habe keine Ambitionen mehr, selbst wenn ich hier rauskomme. Kann ich einfach weiterschlafen? Hör mal, Krill. Ich sag dir jetzt mal, wie es ist. Wir können nicht kämpfen wie du. Ohne deine Hilfe kommt hier niemand von uns lebend raus. Das ist nicht fair und auch nicht ideal. Aber so sieht's aus. Und wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind und du dich immer noch im Sand verkriechen und rufen willst, das ist ein Rufen, werde ich dir weiter ins Gewissen reden. Aber jetzt musst du erstmal durchhalten, okay? Für uns. Und auch für dich. Kriegst du das hin? Ja, das kriege ich hin. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Und dann? Dann überlege ich mir was. Mehr verlangt auch niemand, Kleiner. Danke, dass du mich gerettet hast. Jederzeit, Kleiner. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Weißt du, was mit dem blauen Pfiff passiert ist? Der geldgierige kleine Krebs? Der wollte nicht bei uns im Lager bleiben, ist in die Finsternis verschwunden, wie der Frischling, der er ist. Hoch stehen seine Überlebenschancen ja nicht, aber er wollte es nicht anders. Man kann nicht alle zu ihrem Glück zwingen. Oh, ist das jetzt unser nächster Boss? Billionär. Der Schatz war wertlos, aber die experimentelle Mode war klasse. Im Statusmenü kannst du dein Outfit ändern. Da habe ich dann so einen Dollarschein um mich rum, ja. Mal wieder voll gemacht auf 8. Jetzt stecken wir aber wirklich in der Klemme, was? Die ganze Anstrengung, die vielen Kämpfe und wozu? Wir sind trotz
allem im Abfluss gelandet, wo alle verdammten Seelen ruhen. Hier kommen wir nicht mehr lebend raus. Die Schiffe sind wir abgetrieben und an unserem eigenen Ehrgeiz zerschellt. So war ich bei Lefebvre und Kingsschwamm heiße. Der Vorname ist komisch von dem, ich weiß nicht. Alter, mach mal Licht an, ich sehe ja gar nichts. Hier Nebel des Grauens, oder was? Was? Reden? Every step of the way, you've seen the fracturing of this world. Auf deinem Weg hast du gesehen, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Water is turning to acid around you. Lucid minds coming apart at the seams. Wasser wird vor deinen Augen zu Säure. Rationaler Verstand fällt dem Wahnsinn anheim. And deep down, you understand what it means. Und tief in deinem Inneren weißt du, was das bedeutet. That this world is reaching the spiral center. That apocalypse is nigh. Die Welt hat die Mitte der Spirale erreicht. Die Apokalypse steht kurz bevor. But do you comprehend apocalypse, little crab? Can you? Doch begreifst du die Apokalypse, kleiner Krebs? Kannst du das? Certainly not, if you had truly lost hope. Gewiss nicht, hättest du wirklich jede Hoffnung verloren. If you understood that this world must end. Hättest du verstanden, dass diese Welt zugrunde gehen muss. If you could hear the silence that comes afterwards. Könntest du die drohende Stille vernehmen. All that would remain in your mind is an endless scream. Dann würdest du in deinem Kopf lediglich einen endlosen Schrei hören. You think you've hit rock bottom, little crab. Du denkst, schlimmer kann es nicht werden, kleiner Krebs. There is so much lower you can go. Oh, es kann noch so viel schlimmer werden. Sicher? Ich hau ab. Tschüss, Leute. Oh. Hier draußen noch irgendwo eine geheime Insel rumschwebt. Oh, oh Gott. Da war die Welt zu Ende. Every step water is turning. Ja, okay, okay. You, there. Ah, du bist wieder auf den Beinen, meiner Treu. Ich nehme an, man hat dich über unsere missliche Lage aufgeklärt. Diese ganze Schatzsuche war wertlos. Das weiß ich schon. Nun, so würde ich das nicht ausdrücken. Was soll das denn heißen? Es besteht durchaus noch die Möglichkeit, dass wir uns als reiche Krebse aus der Affäre ziehen. Doch wenn wir uns hier unten verschlingen lassen, werden wir es niemals herausfinden, meiner Treu. Unser erster Tagesordnungspunkt lautet folglich: uns in Sicherheit bringen. Wenn du ein paar Schritte nach vorne machst, siehst du die Überreste von Rolands Kahn. Dort treffen wir uns und planen unser weiteres Vorgehen, meiner Treu. Na gut, ich habe auch keine bessere Idee. Wird schon schief gehen. Warum ist mir so ein... Ah. Damit kann ich Licht machen. Gut, dann nehmen wir erstmal die hier. Hab ja sonst nichts anderes.
Kann man damit ein bisschen Licht machen. Oh, das ist schön. So, grundloser Schlund. Ja, da geht es auf jeden Fall sehr weit runter, würde ich sagen. Ist schon eine ganz andere Atmosphäre jetzt, ne? Dadurch, dass es alles so schön dunkel ist und so. Also, naja, schön ist anders, aber... Wenn man mal überlegt, ne? Vorher hatten wir halt immer schön helle Gebiete gehabt. Wir haben immer viel sehen können. Und jetzt ist ja alles stockduster. Tausendfünfhundert gibt einer. Krass. Oh. Hier ist jetzt meine Heilung. Ich habe ja meinen Joghurt-Drink leider nicht mehr da. Was sind denn hier? Alte Handys? Okay. Ist das ein Joghurt-Drink? Eine Glühbirne. Neuer Panzer entdeckt. Oh, damit kann ich Licht machen. Geil. Wie cool ist das denn? Damit kann ich Licht machen. Alter. Bin ich nicht weggerollt? Ich dachte, ich wäre weggerollt. Aber gut, okay. Scheinbar nicht. Das kann ja was werden, ne? Ja, ich kann jetzt natürlich keine neue Versicherung abschließen, was natürlich auch beinhaltet, dass ich da jetzt auch nicht die Glühbirne zum Beispiel versichern kann. Wo müssen wir nochmal hin? Zu den Überresten von Rolands Kahn. Von dort aus sollten wir eine Fluchtroute planen können, meiner Treu. Ja, die Lampe ist schon geil, ne? Damit kann man halt schön... Hallo, zuschlagen, zuschlagen! Das ist ja schon wieder Kacke, ne? Ich renne und er schlägt nicht zu. Das hat er jetzt schon öfters gemacht, ne? Sollte echt überlegen, ob man jetzt Oh, gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Sehr frech. Braucht den nächsten Leuchtstab irgendwie.
Ist ja gerade, der andere ist auch gerade gestorben, ne? Kann das sein? Wieder runtergefallen oder so. Okay, sollen wir wechseln? Ich würde sagen, wir wechseln. Wie soll ich denn da wieder zurückkommen? Na mies, Mogi Plus. Hier könnte ich theoretisch wieder zurück, wa? Das ist ein Leuchtstab. Okay. Ein Blutsternkörperteil. Noch zwei mehr und ich krieg wieder mehr AP. Ja, und noch eine Mogil. Mit einer Heftklammer. Zu gesund ist. Oh. Okay. Also wir müssen ja eigentlich dann nach oben, aber hier unten scheint ja auch noch was zu sein. Oder ist das nur der Weg zurück? Das ist nur der Weg zurück. Ah. Damit haben wir jetzt die Seite dann auch noch beleuchtet. Okay, cool. Ja, hier geht es vielleicht ein bisschen langsamer voran, macht aber nichts. Wir müssen halt diese Leuchtstäbe überall aktivieren, ne? Kommt auch von da oben wieder runter. Oh, wie die Pflanzen sich hier so reinziehen, wa? Zip, weg ist. Mir ist ein Leuchtstab, sehr gut. Sehr gut. Ja, hier kriegt man sehr viele Lampen, wa? So wie es aussieht. Schon irgendwie komisch hier, weil so. Okay, sehr drückend. Schon fast erdrückend. Na gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.